So, ich wollte heute mal ein Video drehen, was auch mit dem Minimalismus zu tun hat. Ich habe jetzt zur Zeit dieses Game laufen. Und Ziel des Minimalismus ist ja nicht nur Sachen wegzuschmeißen oder zu verschenken oder zu verkaufen, sondern auch die Sachen, die man hat, aufzubrauchen. Und zwar wollte ich euch jetzt einfach hier das Thema zeichnen. Das ist aber noch nicht, am Anfang war das noch mehr. Also ich habe jetzt bestimmt schon 4 Packungen oder so Tee leer. Ja, ich bin überhaupt keine Teetrinkerin, aber habe Massen von Tee, als würde ich nur Tee trinken. Ja, und zwar habe ich hier 2 Fächer. Das sind wirklich auch 2 lange Fächer da unten auch. Wie gesagt, die waren mal geknallte voll. Das sieht jetzt schon gut aus. Trotzdem wird noch eine ganze Weile dauern, bis ich diese Teematten besiegt habe. Bis unten ist ein Hustensaft und auch nochmal Tee. Allerdings ist das Tee, den ich zurzeit nicht trinken kann, weil sonst meine Milch weggeht. Und das will ich ja nicht. Deshalb werde ich mich erstmal auf diese Fächer beschränken. Und dann habe ich hier oben nochmal dreimal so auflösbaren Tee, dreimal dieselbe Sorte. Sage und schreibe dreimal Waldfrucht. Warum in Gottes Namen kauft man dreimal dieselbe Sorte? Ich glaube, die Packung, da stört schon mein Toastbrot ab. Ich glaube, die Packungen sind auch alle 3 geöffnet. Zumindest 2 davon sind geöffnet. Bei der dritten weiß ich nicht. Das ist doch echt nicht normal. Ansonsten, hier ist eigentlich viel, da oben ist noch Müsli, Kram, Brot, glaube ich. Obwohl ich überhaupt kein Brot esse, habe ich jetzt eigentlich mehr für meine Tochter gekauft, weil jeder gesagt hat, gib mir doch mal Brot, gib mir doch mal Brot. Und was mache ich mit dem Rest wegschmeißen? Ist ja auch voll die Verschwendung. Ja, naja, auf jeden Fall Müsli, Kakao, da wo das Toastbrot jetzt weggefallen ist, dahinter in der Dose, da dieses rosa Ding da oben ist auch noch Müsli drinne, hier ist Kaffee drinne. Ja, das will ich auch alles aufbrauchen, das Müsli. Ja. Und jetzt muss ich nur die ganze Zeit aufpassen, dass ich nicht wieder aus diesen Ausschalter komme. Ja. Achtet nicht auf diese Unordnung. Und dann hier unten ist ein bisschen schade, dass ich euch das nicht abgefilmt habe. Aber hier habe